freue mich richtig doll, dass meine Freunde kommen. Danke nochmal. Wow, das ist die erste Nachricht nach 5 Monaten in dieser Gruppe. Aber ehrlich, Leute, es ist, als wäre die Zeit verflogen. Und es tut mir wirklich mega leid, dass ich mich noch nicht bei euch gemeldet habe. Ich habe aber eine Überraschung für euch. Noah hat für uns alle ein Chalet gemietet, ein ganzes Wochenende lang. Er möchte euch nämlich jetzt endlich mal richtig kennenlernen. Wow, was für ein Haus. Mhm. Krass, dass er sich sowas leisten kann. Und, wo ist er? Ja, das ist Noah. Cheers. Ich würde sagen, auf dich, Emma. Kommst du mal bitte. Schön, dass wir hier alle zusammen sind und toll, dich so glücklich zu sehen. Ja, bei Noah und Emma zum Beispiel, das ist toxisch, wisst ihr? So, die Beziehung, die ist exakt wie so ein Gefängnis. Emma, Wahrheit oder Pflicht? Das können wir doch jetzt hier nicht spielen. Warum nicht? Das ist die perfekte Runde dafür. Warum sind wir eigentlich nicht spontan, Schatz? Sprich nicht so über mich, als wüsstest du überhaupt noch, was in meinem Leben gerade so abgeht. Also Emma, Wahrheit oder Pflicht? Vielleicht sollten wir versuchen, sie hier rauszuholen. Wo ist das Vertrauen, den von dem du mal redest, hä? Weißt du, was du bist, Emma? Eine richtig egoistische Schlampe. Emma! Du kennst die Wahrheit über mich!